In unserer heutigen Sendung geht es um das aktive Omega-3 und seine Bedeutung für unsere Wahrnehmungsorgane. Und damit möchte ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Das Omega-3 ist in aller Munde, doch noch immer gibt es viele Missverständnisse beim Omega-3, weil es gibt ein inaktives Omega-3, die sogenannte ALA-Fettsäure, die uns überhaupt nichts nutzt, weil wir inzwischen davon viel zu viel in unserem System haben. Und die Schulmedizin hat hier zu Recht herausgefunden, schon vor vielen, vielen Jahren, dass Omega-3 eigentlich gar nichts bringt, weil immer nur dieses inaktive Omega-3 untersucht wurde, das wir zum Beispiel im Leinöl finden.